Karl erklärt die immer sachliche Ausführungen, warum seine 140 Videos. Hallo YouTube. Wie gesagt, die zweite Staffel von Shoyoka ist voll am Laufen auf jeden Fall. Mein Name ist Jay Riddle und wir gucken uns heute mal zusammen ein wenig ihren Twitter-Grind an, den sie gegen einen meiner Kollegen als Breitseite aufgestellt hat. Im Prinzip, da gucken wir rein. Während wir das tun, sind wir selbstverständlich hydriert mit Just Legends. Das ist hier mein Partner für den Stream. Nur heute und morgen gibt es 20%. Das ist nicht selbstverständlich, sonst gibt es nur 15. Also checkt es auf jeden Fall mal ab, um mich zu supporten und um damit ihr ein schönes Getränk habt, welches ihr genießen könnt, während ihr hier zuschaut. Ne? Da ist ja, soll ja hier eine Win-Win-Situation sein, oder? Genau, wir gucken hier rein, wir treten nach, los geht's! Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, but I know I'll stay alive. I've got all my life to live. Willkommen Leute, euer Gonzo hier und ich nehme mal gerade die Zeit für ein kleines Statement. Ich glaube, einige Leute sind verwirrt, einige Leute haben nicht alles richtig mitbekommen. Ich war bei Dekadent im Talk und eigentlich ging es ja um mein Video. Ich habe ein Video gemacht, um aufzuzeigen, wie Unicorn behandelt wurde in einer Reaction, in einer sehr unverschämten Reaction, in einer sehr respektlosen Reaction, was auch dazu geführt hat, dass die Anhänger, die respektlosen Anhänger dieses respektlosen Livestreamers auf sie losgegangen sind. Und eigentlich ist das ein Unding. Das ist eine Sache, da sollte man sich gegen aussprechen. Habe ich gemacht, ich habe ein lustiges Video dazu gemacht. Und es hat ein bisschen die Runde gemacht, ist sehr gut geklickt worden, also richtig gut. Hätte ich auch nicht erwartet, dass das so reinhaut. Ey, super, ja. Die Sache ist, das hat den Weg bis zu Dekadent gefunden und Karl hat gemacht, was Karl eigentlich tut. Er hat einfach jeden Witz ignoriert, jeden Spaß ignoriert, alles auf Bier ernst genommen und zu Tode kritisiert und... Hatte das Video von Kollege Schnürschuh gar nicht so witzig in Erinnerung. Ich dachte, er hat einfach, ich dachte, es war recht inhaltlich gehalten, das Video. Aber wo ist er denn? Meine Güte, immer die Leute, die nicht relevant genug sind, dass sie direkt angezeigt werden. Ich hasse es. Wirklich, eure Armut kotzt mich an. Es kotzt mich einfach nur noch an, Leute. Wirklich. Rafft euch mal. Rafft dich mal, Gongon, wenn du hier im Chat bist. Es geht so nicht weiter. So, der hatte hier ein Video gemacht gegen Speckobst. Das ist jemand, der hatte dieser Unicorn. Das ist so eine Kollegin, die die Computerspiele im Prinzip, Computerspiele klingt so altbacken, die Computerspiele im Prinzip oder PC-Spiele reviewed und darüber redet und sonst was. Und die wurde halt angekackt von so einem Speckobst, so einem kleinen Wokey, so einem Shoyoka-Fanboy, der dann quasi irgendwie über sie hergefallen ist und halt ihre Community dahin geschickt hat. Sie hatte daraufhin einen Shitstorm, obwohl sie gar nichts gemacht hat. Und dazu hat Gongon dann im Prinzip ein Video gemacht und hat sie in Schutz genommen. So, ne, das ist dieses Video hier. Und das ging ja für seine Verhältnisse auf jeden Fall ziemlich ab. Und darauf ist Dekadent aufmerksam geworden und dann waren die im Talk. Und da sind wir jetzt gerade, um euch hier mal abzuholen. Gesagt, er hat doch recht. Und meine Kritik ist ja nur moralisieren und sowas. Ja, Karl, was macht Karl? Was macht Speckobst selber? Was macht dieser Streamer selber? Die machen alle dasselbe. Da werde ich ja wohl mit in die Kerbe schlagen dürfen und sagen, jetzt ist aber mal gut. Jetzt ist mal gut, auf anderen Leuten rumzuhacken, Ende damit. So, dann meinte er, ja, wenn du dafür bist, wie wäre es dann, wenn du aufhörst, mitzuhelfen, auf Shoyoka rumzuhacken? Die Sache ist, ich habe... Erstmal eine schöne Diskursverschiebung von der einen Sache auf die nächste. Erstmal stark, ja, super. Seit Monaten nicht mehr auf Shoyokas Streams reagiert. Ich schaue mir ihre Streams nicht mehr an. Ich reagiere nicht drauf. Es ist mir egal. Ich ignoriere das. Wenn allerdings meine Lieblingsstreamer und YouTuber Shoyoka zum Thema nehmen in Meinungsvideos, dann mache ich dazu Reactions. Dann schaue ich die mir an. Da habe ich kein Problem mit. So. Die verstehen ja bis heute nicht das Prinzip, wie Reactions funktionieren. Also dazu sind sie ja bis heute von der Gehirnkapazität anscheinend nicht in der Lage. Also dass Shoyoka sich allein hinstellt und sagt, ey, es wurden so und so viele Videos, es wurden jetzt in der letzten Woche gefühlt wieder 20 Videos zu mir erstellt. Es ist einfach so, es werden 2 Videos zu dir erstellt, aber darauf reagieren halt relativ viele. Das ist halt die derzeitige YouTube-Meta. Und darauf kann man sich natürlich einstellen, wenn man sich mit YouTubern anlegt,
die diese Reaction-Streams machen, die in einer Bubble sind, wo diese Reaction-Streams üblich sind. Ich weiß nicht. Also ich habe immer das Gefühl, man möchte ja eigentlich dahin, dass Frauen zu Recht als emanzipierte Menschen gesehen werden, was sie auch sind, und dass sie ernst genommen werden, logischerweise, ne? Aber dass man sich dann immer so hinstellt und so tut, als wäre man, als wüsste man gar nichts, als wäre man selbst ein Volltrottel. Das war doch abzusehen. So, wenn ich beispielsweise ein Video gegen KuchenTV mache und mich da sehr, sehr dämlich äußere oder schlecht argumentiere oder Dinge aus dem Zusammenhang reiße, dann wundere ich mich doch auch nicht, wie, es kommt ein Antwortvideo? Damit habe ich ja nicht gerechnet. Wie? Es reagiert jemand anderes noch auf das Antwortvideo. Und vor allem, wenn man mittlerweile weiß, dass diese Videos gut geklickt werden, also, dass man halt mittlerweile weiß, dass die Videos gut ankommen. Das scheint Leute zu unterhalten, da scheint die Interesse da zu sein. Und was macht ein Meinungsblogger? Der sagt zu Dingen etwas, was die Leute interessiert. Also, ich verstehe es nicht. Das ist bis heute dieselbe Logik, wie die rangehen nach dem Motto: Ey, ich gehe zum Bäcker und ey, wie, da gibt's auch Croissants? Das ist ja geisteskrank, ich wollte ja eigentlich mein Motoröl wechseln. So, weißt du, das ist doch, man kann doch eins und eins zusammenzählen. Wenn du nicht mit den Konsequenzen leben kannst, dann verursache nicht immer wieder denselben Fehler. Das ist doch nicht so schwierig zu verstehen. So, also, keine Ahnung, ob ich da auch altmodisch bin, ob man sagt, nee, man muss jetzt Frauen, Männer und alle anderen vor ihrer Dummheit auch noch schützen, auch wenn sie es offensichtlich immer wieder denselben Fehler machen. Also, keine Ahnung. Ich glaube, da haben wir einfach unterschiedliche Ansichten. So, ich bin echt der festen Ansicht, manchen Leuten ist nicht mehr zu helfen. So, manchen Leuten ist einfach nicht mehr zu helfen. Na, und die wollen das dann anscheinend so. Und das wird auch weiterhin passieren. Die Sache ist, ich habe mir überlegt, die ganzen direkten Reactions auf Shoyoka. Bei jedem anderen wäre das natürlich so, wenn ich eine Reaction auf jemanden mache, auf sein Video, dann hat derjenige das Recht, mich darum zu bitten, dass ich die wieder runternehme. Selbstverständlich. Weil, ich weiß nicht, das macht man einfach so. Ich kann nicht auf jemanden reacten, denn ich möchte, dass auf ihn reacted wurde, außer er frontet mich direkt, ja? Und diese Shoyoka-Videos, die hatten mit mir direkt nichts zu tun, diese Shoyoka-Streams. Dass KuchenTV das macht, hey, verstehe ich. Er wird gefrontet, er antwortet drauf, finde ich richtig so. Ich wurde nicht gefrontet. Bis jetzt. Ich wurde damals nicht gefrontet, deswegen, hey. Bis jetzt. Ist so eine Frage der Zeit gewesen, Gott. Warum sollte ich jetzt meine alten direkten Reactions auf ihre Videos, auf ihre Livestreams online lassen? Fault dir. Also habe ich erstmal alle Videos, wo Shoyoka auch nur erwähnt wurde, weil es ist leider nicht möglich, selektiv nur die rauszusuchen über die Studioseite. Ich bekomme halt alle angezeigt, wo Shoyoka im Titel oder im Tag drin sind. Und ich muss das einzeln durchgehen. Und im besten Falle nehme ich dann auch einfach aus den anderen Videos, aus den Meinungsvideos, Shoyoka aus dem Tag raus, Shoyoka aus dem Titel raus und lasse die Videos online. Und nur die direkten Reactions, die ihr Videomaterial betreffen, die nehme ich raus. So, das war die Idee. Finde ich eigentlich ganz vernünftig. Ich bin damit ja auch durch. Ich mache das ja nicht mehr. So. Dann habe ich die erstmal hinter die Paywall gepackt. Denn Kanalmitglieder habe ich ganze 3 Stück. Ich herrlich. Bewerbe das ansonsten nicht. Ich habe gesehen. Shoyoka im Titel wieder. Ja, natürlich. Also, wenn man sich so eine Thematik äußern möchte, logischerweise, dann nimmt man logischerweise, wir sind hier auf YouTube. Natürlich nimmt man da auch den Namen der Person in den Titel. So, das ist doch ganz klar. So, die Leute. Wir sind ja auf YouTube, die wollen sich die Videos anschauen, die wollen informiert sein, die wollen unsere Meinung zu der Thematik hören. So funktioniert das System hier, das ist nicht schwierig zu verstehen. Und wenn ich jetzt immer nur in den Titel schreiben würde, Streamerin macht das und das, so, ne? Und im Thumbnail mache ich auch noch eine vollkommen andere Person hin, so einfach, um Shoyoka vor ihren eigenen dummen Aussagen in Schutz zu nehmen, was eigentlich ihre Aufgabe wäre vielleicht, aber ganz, ganz absurdes Ding, so mal selbst ein bisschen nachzudenken, da wollen wir ja weg im Jahr 2024, am besten gar nicht mehr selbst nachdenken, lass das die anderen übernehmen. Und aber woher sollen denn die Leute dann wissen, worum es geht in dem Video? Du probierst ja schon irgendwie die Leute zu catchen und zu sagen, okay, da geht's um Shoyoka, ich habe Lust, das Thema interessiert mich eh, dann gucke ich es mir an. So, ne, aber wenn ich jetzt da drumherum rede und Eiertanz drumherum mache, das ist doch nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Also es ist eher die Aufgabe von Shoyoka, wenn sie in dem Meinungsdiskurs immer wieder Unsinn macht, einfach das mal sein zu lassen.
Und da meine ich, vielleicht auch mal nicht nur für 2 Tage sein zu lassen, also für 2 Tage sein zu lassen, dann zu sagen, ey, ich habe jetzt 2 Tage aufgehört, warum kommen immer noch Videos? Was an Absurdität auch nicht mehr zu überbieten ist, weil natürlich schwingt das noch ein bisschen nach. Das ist wie so eine Welle, die muss ja erstmal brechen, so, dann geht's halt weiter und die nächsten Sachen kommen. Theoretisch, ne? Also dann reagiert der eine drauf, dann reagiert der andere drauf. Und bei ihr war es original immer so, es war kurz davor aufzuhören und dann hat sie wieder reingeschissen. Dann kommt die nächste Abmahnung. Ne? Und wen wundert's? Oh, von der Abmahnung wird dann ein Video gemacht. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Keiner zahlt 5 Euro für die alten Reactions. Deswegen, die waren erstmal noch sichtbar, dass sie da sind, weil die meisten Videos sind keine Shoyoka-Reactions. Die meisten Videos sind Videos, die wiederkommen. Also zu sehen, dass die da sind, ist ja vollkommen in Ordnung. Die kommen ja wieder zurück. Das hat Shoyoka aber gar nicht gepasst am nächsten Tag. Und obwohl ich da ja schon einen Schritt entgegenkomme und sie aus der Öffentlichkeit quasi genommen habe, und zwar alle Videos, wo Shoyoka auch nur vorkam, genannt wurde, habe ich erstmal alle weggenommen. Obwohl ich das nicht muss. Ganz ehrlich, ich muss das nicht machen. Und dann frontet sie mich vor. Ich sehe jetzt 63.000 Leute, die das gesehen haben. Vor 63.000 Leuten. Dieses arme Opfer Shoyoka. Diese arme Frau, die keine Möglichkeit mehr hat. Ich bin ein Kerl, ich habe keine 1.000 Follower auf Twitter. Ich habe noch nicht mal 1.000 Views auf den meisten Videos, glaube ich. Derzeit. Diese arme Frau tritt direkt am nächsten Tag auf mich ein, öffentlich. Nachdem ich gesagt habe, ich nehme die erstmal aus der Öffentlichkeit weg. Super. Echt klasse. Da hätte ich am liebsten Bock gehabt, alle wieder freizuschalten. Ich habe mich aber erstmal zurückgehalten und dachte mir, okay, ich nehme die jetzt, ey, ich habe keinen Bock auf Stress, ja? Kein Bock auf Stress. Erstmal alle. Das typische Klischee, du reichst dir den kleinen Finger und die nehmen die ganze Hand und treten dir noch ins Gesicht. Es ist halt genau das. Es ist genau das und es ist nervig. Und ich an Gongons Stelle, ich hätte mich richtig verarscht gefühlt. Er spricht damit dekadent. Er zeigt sogar noch Einsicht, weil er da anscheinend moralisch sehr, 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 sehr sensibler Typ, sehr, sehr empathischer Typ. Kann man ja nicht verurteilen, wenn man dann so denkt und wirklich dann sagt, okay, ich möchte Shoyoka jetzt ein Stück weit auch wieder schützen oder mehr schützen oder sonst was, ist das ja eine Entscheidung, die man auch vertreten kann. So, ne, das hat er gemacht. Nimmt die Sachen da, hat die Titel da verändert oder er hat sie auf privat gestellt, sodass das keiner mehr öffentlich sehen kann, sondern nur in dem Mitgliederbereich. Ne, im Prinzip. Und darüber scheißt sie sich dann ein, nach dem Motto, okay, es ist zwar jetzt nicht mehr öffentlich, aber es ist im Mitgliederbereich. Und das heißt, jetzt muss man Geld bezahlen, um das zu sehen. Das heißt, sie hat das so aufgeschnappt, okay, er will jetzt aus dem Shoyoka-Content noch mehr Geld scheffeln. Was ja offensichtlich nicht so ist. Weil wer schließt denn extra eine Mitgliedschaft ab, um bei einem kleinen YouTuber jetzt eine Reaction zu sehen, die schon seit Monaten online ist. Zu Themen, die schon teilweise echt veraltet sind. So, damit macht man nicht viel Geld. So, ne? Und wenn er dann, wenn sich dann vier Leute, Gongon, wie viele Mitglieder hast du denn überhaupt insgesamt? So circa. Wie viele Mitglieder hast du insgesamt für deinen Channel? Du bist ja gerade hier. Wie viel hast du insgesamt? Alle zusammen. Ihre Livestreams sind einfach unangenehm, die will ich nicht mehr direkt sehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Also Gongon Remastered hat 3 Mitglieder insgesamt. Er hat 3 Mitglieder, und also die er durch alle seine Videos gehabt hat. So, durch alle seine Videos hat er 3 Mitglieder angesammelt. So, sind wir mal großzügig und sagen, dadurch, dass er dieses privat gestellt hat, durch diesen Oberbrain-Move, kam jetzt ein Drittel nochmal dazu. Das heißt, er hat ein Kanalmitglied mehr. Das sind 3 Euro oder so, 1,50 Euro, die er verdient. Und für 1,50 Euro, die er da verdient, die er nicht mal beabsichtigt verdient hat, er wollte die einfach aus der Öffentlichkeit raustun, aber nicht ganz löschen, sondern dann einfach privat machen, nur für Mitglieder. Durch diese 1,50 Euro kackt sie ihn hier so auf Twitter an. Ich würde mich so verarscht vorkommen. Du reißt ihnen den kleinen Finger und die scheißen ins Gesicht. Offline? Und dann so pick ich mir einzeln raus und hole die wieder zurück, die gar nicht über Shoyoka gehen. Nicht direkt. So, die kommen wieder. Die Videos sind nicht für immer weg. Ey, Facey, ich frage mich das mittlerweile auch. Warum sollte man überhaupt noch entgegenkommen? Frage ich mich auch. Warum? Die meisten Videos. Da braucht ihr euch jetzt nicht aufzuregen. Denn Leute, denn hier Zuschauer verstehen das gerade auch gerade nicht, warum die Videos alle weg sind. Ja, die sehen das als großen Schritt. So, nee, die ich bearbeite. Gongon Remastered, es sind nicht mehr geworden. Okay, er hatte vorher 3 Mitglieder und nachher 3, aber sie labert hier voll.
Ich weiß nicht, das steht hier, glaube ich, noch nicht. Aber das kommt bestimmt noch. Ich weiß nicht, ob er hier noch die anderen Tweets zeigt. Sie hat ja noch viel, viel mehr gesagt. Die gehen das gleich noch durch. Da reden wir auf jeden Fall noch drüber. Aber ey, es ist also jenseits von Gut und Böse. Der hat damit 0 Euro gemacht und die tut so, als würde er sich damit jetzt die Taschen voll machen. Es ist, ey, so traurig. Die lebt so in ihrer eigenen Welt. Unfassbar, wirklich. Und dann muss ich mir Dekadent anhören. Ja, habt doch Verständnis dafür. Nein, sie labert einfach Bullshit den ganzen Tag. Das ist ja das Problem. Vor allem auf Twitter. Das ist ja das Problem. Die lebt halt in ihrer eigenen Welt. Hätte die Huchuyoka aus dem Text raus, aus dem Titel raus. Dann ist wieder gut. Das sind ja Videos, das sind Reactions auf Videos, die es sowieso auch gibt. So, da hat sie einen Tag später, als ich angefangen habe, meine Videos aus der Öffentlichkeit zu nehmen, ja, um guten Willen zu zeigen, kommt dann das hier. Gon Gon war gestern bei Dekadent im Stream zu Gast. Thema war die antifeministische Kampagne und eine lange Diskussion darüber. Stimmt gar nicht, wir haben 2 Stunden lang über verschiedenste Themen geredet. Über Jay Riddle und wie sehr er der AfD hilft oder ob er der AfD hilft. Da habe ich auch Jay verteidigt, natürlich, Jay weiß auch schon Bescheid. Das ist nett. Das ist nett, weil eigentlich möchte ich ja der AfD nicht helfen. Eigentlich bin ich ja jetzt kein AfD-Fan. So. dass ich... Ne? Mir ist durchaus klar, dass wenn ich Videos mache und ich Themen behandle wie das Gendern, dass da auch der ein oder andere AfD-Kollege, dass der sagt, ist ein geiles Video. Ist mir durchaus klar. Aber ich kann ja nicht aus Prinzip... Also theoretisch. AfD-Leute haben ja zu vielen, vielen Sachen... eine Ansicht, ne, oder zu vielen Dingen eine Meinung. Ne, ich kann ja nicht aus Prinzip immer genau die Gegenhaltung einnehmen von irgendeinem random Typen, der in der AfD ist. Das führt ja auch nichts hin. Wenn die AfD jetzt sagen würde, beispielsweise, machen wir mal den Mindestlohn nach oben, dann würde ich mich ja nicht hinstellen und sagen, ey, der AfD-Typ hat gesagt, machen wir mal den Mindestlohn nach oben, machen wir ihn nach unten. Verdammt nochmal. Die verdienen eh zu viel. Die gottverdammten Schweine deiner Gastronomie können sich mal ein bisschen mehr abackern. Verdammte Kiste. Ihn halt nicht ans Messer geliefert habe, sondern ich habe gesagt, ich finde das gut. Wie ich es auch zu Jay sage. Und bei Jay gibt es auf dem Discord halt auch einen Disclaimer deswegen. Ein Statement dazu. Brot ist auch sehr, sehr problematisch. Ich habe einen AfD-Kollegen, der Höcke. Da habe ich mal ein Foto gesehen, wie der Brot gegessen hat. Seitdem lebe ich brotlos, ja. Brotlos durch die Nacht. Weil er es auch für nötig gehalten hat, klarzustellen, dass das... Seitdem ich weiß, dass Höcke atmet, atme ich auch nicht mehr. Wirklich, ich habe immer einen 16 Liter Sauerstoffbehälter auf meinem Rücken, der in mein Nasenloch reinführt und mich so beatmet. Sicher ist sicher, kein Meter der AfD. Kein politischer Content ist, kein direkt politischer Content, keine politische Meinungsmache ist, um das klarzustellen. Wird einem ja immer so ausgelegt. Alles sei politisch und alles, was du sagst, ist politische Meinungsmache. Man muss nicht alles auf Zwang jetzt unbedingt in ein politisches Korsett machen. Ja, alles hat irgendwie politische Bestandteile, aber nicht alles ist Meinungsmache. Mann, Leute, habt doch mal Spaß im Leben. Geht das noch? Könnt ihr noch Spaß haben? Könnt ihr noch irgendwas genießen in eurem Leben? Es ist... Wenn a boy live. Ging nicht durchgehend nur um Shoyoka. Na, dann ging es auch um das Wort Vogue. Ich habe, glaube ich, 3 Definitionen für das Wort Vogue genannt. Und am Ende heißt es, ja, wir haben keine gefunden. Ja, wenn du wirklich glaubst, dass Worte immer nur eine einzige, klare Definition haben, und dieses Wort hat jetzt mehrere Definitionen, ja, dann kann ich verstehen, dass man denkt, dass das plötzlich keinen Sinn ergibt. Aber Worte haben tatsächlich mehrere Definitionen und die Wortdefinitionen verändern sich auch im Laufe der Zeit. Gebe ich Ihnen absolut recht. Absolut guter Punkt. Natürlich hat sich die Definition von Wokeness mit der Zeit auch geändert, oder? Was heißt die Definition? Also die Wahrnehmung, wie das Wort halt auch wirkt. Ne, am Anfang kam das ja, glaube ich, aus der Bewegung von BIPOC-Personen, also von schwarzen Personen. Und das war so im Prinzip, dass man aufmerksam ist für Diskriminierung und im Prinzip. Und mittlerweile ist es halt eben auch dieses, oder wird es auch oft verwendet als dieses Überdramatisieren von Dingen. Also, dass man Dinge irgendwo sieht oder Diskriminierung auch an Stellen sieht, wo gar keine ist. So, ne, grundsätzlich sehr, sehr gutes Wort gewesen. Natürlich, man sieht Diskriminierung und man handelt dagegen. Gute Sache, aber nicht, man sucht überall nach irgendwelchen Sachen, wo gar keine sind und probiert irgendwelchen Leuten an Karren zu pissen. Da geht's dann auch manchmal hin. Ne? Das ist das, was ich immer als übertriebene Wokeness betite. Auch die Definition von Sprichworten. All das ist im Wandel und verändert sich ständig. Und nicht jeder Mensch hat dasselbe Wissen und kennt dieselbe... Wie fandest du die Nachricht gestern von Kaiser wegen des Placements in deinem letzten Video? War im Stream bei Kaiser, als er die Sprachnachricht aufgenommen hat. Bin auch eher Team Just Legends und nicht Holy. Ja, Polydicted, so muss das doch sein, Junge. Gut, dass du in unserem Team bist. Ahu, hat das Video gestern im Stream geschaut, oder wie? Ich hoffe, der lädt das... Gut, der hat es ja noch nicht hochgeladen, ne? Also, eigentlich wollte er ja nicht mal auf Shoyoka reagieren.
Definition für dieselben Wörter. Das ist alles verdammt divers. Sprache ist verdammt divers. Wie kann man denn gerade bei Sprache dann sagen, nee, aber dieses eine Wort kann nur das eine bedeuten. Wenn du das sagst, dann bist du rechts. Es ist Unsinn, dieses ständige, wenn du das sagst, dann meinst du dasselbe wie die Rechten, die Ultrakonservativen in Amerika. Das ist so ermüdend. Das ist das einzige Argument, was man jedes Mal bekommt. Das darfst du nicht sagen, das sagen die Ultrakonservativen in Amerika. Das ist echt so, das ist so anstrengend, wirklich. Das ist kein Argument, das funktioniert nicht, hat in Amerika nicht funktioniert, wird hier genauso wenig funktionieren. Also wenn man diese Schiene weiterfährt und immer nur sagt, das darfst du nicht sagen, das sagen Ultrakonservative, dann bist du genauso, hat nicht funktioniert. Ich finde, wir sollten uns einen neuen Plan ausdenken, als zu sagen, das darfst du nicht sagen. Das funktioniert einfach nicht. Nee, gut, zurück zu Shoyoka. Ich habe den Namen schon wieder gesagt. Dass Dongon sich gegen die existenzielle Bedrohung von Influencern ausspricht, aber dennoch Teil des Bashings von mir ist, weil ist halt Content. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, dass Nemesis komplett gebannt und gelöscht wird von Twitch. Dass jemand willentlich Nemesis seine Online-Plattform zerstört. Finde ich nicht in Ordnung, dass man sich so über jemanden stellt und sagt, ich werde den zerstören. Bonki, wer zum Teufel hat dir das gesagt? Sorry, dass ich hier Gongon unterbreche, aber da muss ich ja mal kurz hier raufspringen. Musste mir vorhin erst sagen lassen, wenn ich nicht für Pia bin, bin ich automatisch rechtsradikal. Ernsthaft, so eine Scheiße. Wer labert denn so einen Unsinn? Es ist ja so sackdämlich, das würde ja nicht mal Pia unterschreiben. Das würde sie ja nicht mal selbst unterschreiben. Das würde sie nicht mal mit dem Blut von Kuchen-TV unterschreiben. Nicht mal das würde sie tun. Um Gottes Willen. Ist das dumm? Das ist meiner Meinung nach nicht links. Das ist nicht in Ordnung. Auch wenn ich finde, dass sein Internetauftritt verbesserungswürdig ist und er noch ein bisschen an sich arbeiten kann, nicht alles immer so persönlich zu nehmen, trotzdem bin ich nicht dafür, ihn komplett daraus zu löschen, weil er nicht meinen Ansichten entspricht. Darum geht's, dass Shoyoka das dann so dreht und sagt, ich habe mich gegen die existenzielle Bedrohung. Die geht ja von ihr aus, die existenzielle Bedrohung. Von ihr und von Karl, in dem Fall. Oh Mann. Und das Bashing gegen Unicorn, was soll denn das? Super, gebrüllt Löwen. Dann kommt das hier. So, ich habe ja gesagt, Nemesis ist ja, sein Online-Auftritt ist verbesserungswürdig, daher übrigens das hier. Das ist ein Nemesis-Video, auf das habe ich reagiert, wo ich kritisiert habe, dass er seinen persönlichen Frust, den er mit Shoyoka hat, hier im Kontext ihrer Diagnose auslässt. In einem Video, wo sie über ihre Diagnose aufklärt, was ein Aufklärungsvideo ist. Und in diesem Video gibt es keinen Grund, seinen Ärger an Shoyoka auszulassen. Das war meine Message, allein dafür habe ich diese Reaction gemacht. Das ist auch eine Sache, wo ich Gongon nachvollziehen kann. Das ist ja auch die Grenze, die ich gezogen habe. Also, dass ich sage, ey, das Drumherum ist schön und gut, aber ich möchte jetzt nicht auf die Krankheiten eingehen oder die Diagnosen, die halt Pia zum Beispiel hat oder die Shoyoka hat. Ne? Darauf möchte ich nicht eingehen, ich möchte mich nicht darüber lustig machen, auch wenn es wahrscheinlich sehr viel Humor, leider sehr viel Humorpotenzial hätte. Ich könnte bestimmt in meinem Hauptvideo super Witze und Wortspiele mit bipolaren Störungen machen, aber natürlich möchte ich mich nicht auf das Thema einschießen, ich möchte mich dazu nicht äußern, ich möchte ihre Krankheit da rauslassen. So, ne? Und da ist dann natürlich wieder das Problem, Shoyoka saugt sich irgendwas aus den Fingern und macht hier und da und sonst was hier. Du gehst ja doch auf meine Krankheit, du pathologisierst mich und sonst was. Das heißt, selbst wenn man sich raushält, kriegst du von ihr noch ein Ding mit. Das ist also das Ding. Und genau das ist jetzt witzigerweise Gongon passiert. Der wollte sich da raushalten, der hat die Sachen weggenommen, der nimmt die sogar jetzt öffentlich weg, dass man sie nicht mehr sieht. Und was ist los? Der kriegt eine reingehauen. Es ist so typisch. Es ist leider so typisch. Also es ist mir ähnlich passiert. Du distanzierst dich von Sachen und dann kriegst du auf die Fresse, weil sie über Umwege doch irgendwie so überdramatisiert, dass es dann doch dahin führt. Es ist einfach Weltklasse, diese Leistung, die sie hier seit Monaten abruft. Also, ja. Einfach nur, weil ich genau das kritisieren wollte. Genau dieses Verhalten von Nemesis, das war bevor ich überhaupt Kontakt zu Nemesis hatte, wollte ich mich erstmal damit beschäftigen und ich fand das nicht in Ordnung. Und nicht nur ich, sondern auch jemand anders hatte vorher sich schon dieses Video angeguckt. Ich erwähne nicht ihren Namen, damit das nicht wieder zu einer Schlammschlacht wird. Sie hat sich das auch angeguckt und meinte, das ist nicht in Ordnung von Nemesis. Das fand ich nicht gut, dass er sich so verhalten hat. So. Wir haben ihn also kritisiert, mehrere haben ihn dafür kritisiert, ich und mindestens noch jemand. Hier, diese, das finde ich sehr interessant einfach. Shoyoka redet darüber, dass alle alten Serien schlecht und toxisch sind und ich habe ein bisschen dagegen gehalten, weil es muss Charakterentwicklung geben, also muss man auch... Scrubs übrigens, geile Serie, liebe ich. Charaktere haben, die Fehler haben, toxische Charaktere, denn die müssen sich ja noch irgendwo hin entwickeln können. Hat mich ein bisschen gestört, dass ein Schwarzer die Hauptrolle hatte, aber naja gut, ne? ist halt ich denke, da kann man mal drüber hinwegsehen, ne? Zwinker. Also, das ist ein sehr inhaltliches Video und in diesem Video ging es nicht darum, Shoyoka fertig. Also, ich persönlich hätte mir mehr Heterozis-Personen in der Hauptrolle gewünscht. Fertig zu machen. Es ging um die Erklärung, wie was? Charaktere aufgebaut sind in Serien und Filmen. Das war das Thema.
aber Inhalte sind ja scheinbar egal. Wenn Shoyoka drauf ist, dann ist das Hetze und Hass. Immer. Einfach immer. So. Karl erklärt ihm in langer, sachlicher Ausführung, warum seine 140 Videos zu Shoyoka Teil des Problems sind. Und dass, wenn er dies verstanden hat, die einzig logische Konsequenz... Ja, ein Anfall beim Tippen seines Videos, der arme Gongon. Also normalerweise geht man durch und man markiert das, während man es liest. Oder man geht so sauber lang. Aber was macht Gongon? Also das ist ja wirklich der arme Typ. Shoyoka hat bei ihm Spuren hinterlassen. Teil des Problems sind. Und das... Er macht ja... Karl erklärt ihm in sachlicher Ausführung, warum seine 140 Videos... Entschuldigung, danke schön. Das musste ich euch mal ganz kurz veranschaulichen. Danke für gar nichts. Wenn er dies verstanden hat, die einzig logische Konsequenz wäre, die Videos runterzunehmen. Ich habe keine 140 Videos zu Shoyoka gemacht. Ich habe wenig Videos zu Shoyoka gemacht. Das meiste sind Reaction-Videos auf andere Content-Creator, die Videos zu Shoyoka gemacht haben. Das sind aber dann quasi Kuchen-Videos, das sind J-Riddle-Videos, das sind Monte-Videos. Keine Ahnung, wer noch alles über Shoyoka geredet hat. Das sind aber keine Shoyoka-Videos. Der hatte 20 Scoops. Gongon ist ein absoluter Ehrensupport. Damit die Partnerschaft bei Just Legends gut einsteht, hat er sich 20 Scoops Just Legends reingeballert, bevor das Video aufgenommen hat. Ach, Gongon hat die ganzen Bestellungen gemacht, deshalb läuft es so gut. Ey, Gongon, ich danke dir nochmal. Bei jedem Video haut er sich in 20 Scoops rein. Ist voll hyperaktiv. Ich liebe alles daran. Ach ey, wirklich. Ja. Strong. Geil. Videos in dem Fall. Was macht Gongon? Er packt es hinter eine Paywall. Noch mehr Cash. Leute, ich verdiene damit nichts. Hinter der Paywall verdiene ich nichts. Ich verdiene natürlich auf Twitch, durch die Abos verdiene ich mehr, als durch die Schlümpfe im Trend. Ja, aber das ist mal wieder so ein dummes Pseudogelaber von Shoyoka. Du verdienst so viel mehr Geld und so viel mehr Cash und ja, und ist alles monetarisiert auf eine antifeministische Hetzkampagne und bla bla bla. Der hat keinen Cent mehr verdient, der wollte ihr einen Gefallen tun. Und selbst das ist nicht genug, es ist so dreist. Als durch die Paywall auf YouTube, weil ich die nicht bewerbe. Weil da nur 3 Leute freiwillig da reingesubbt haben, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Das ist keine Werbemasche von mir. Ich habe nichts hinter einer Paywall. Also jetzt mal ganz im Ernst. Was genau geht in einem Menschen vor, der nach einem 2-Stunden-Gespräch äußert, er hätte die Kritik verstanden und das Fazit am nächsten Tag ist, alles klar, dann monetarisiere ich jetzt Videos, wo ich ganze Stream-Passagen von ihr gestohlen habe, noch mehr. Nein, ich kann die nicht noch mehr... Scheißegal, es ist wirklich... Er lebt halt echt in ihrer eigenen Welt. In ihrer eigenen gottverdammten Welt. Monetarisieren, das zahlt mir keiner. Keiner bezahlt das. Keiner bezahlt die Mitgliedschaft für diese alten Videos. Keiner interessiert sich für die alten Shoyoka-Videos. Kein Mensch. Scheinbar ist es aber doch... Dürfen mir alte Shoyoka-Reactions von Gongon Remastered egal sein? Shoyoka, dürfen sie mir egal sein? Can a boy live? Alle sauer, dass ich sie runtergenommen habe, weswegen ich das Date mit dir mache. Aber keiner bezahlt dafür, es interessiert keinen. Ihr wollt nur, dass die da bleiben. Meine Güte, es geht nur um das Statement. Ja, klasse. Sehr nett, Shoyoka. So, was zeigt aber wieder einmal so schön die... Es ist halt genauso, wie Gongon sagt. Also er hätte mit der Werbung mehr verdient. Er nimmt, um ihren Gefallen zu tun, die runter, nur noch ins Private für Mitglieder. Davon hat er nur 3 Stück. So, und sie macht da, dreht ihm daraus einen Strick und sagt, ey, du wirst jetzt zu Netflix, nach dem Motto. Du bist jetzt so reich wie Netflix. Jetzt schließen alle ein Abo ab, um sich einen Shoyoka-Abend zu machen. Die gesamte Dynamik, Bruder, hinter der ganzen Kampagne. Beruhig dich mal. Es geht nicht um eine... Wie wichtig denkst du, bist du eigentlich? Kritische, inhaltliche Auseinandersetzung. Es geht um Geld und Hass. Wie gesagt, hier sind inhaltliche... Er will dir helfen, nimmt das runter, um ihm Gefallen zu tun. Es geht um Hass. Klar. Inhaltliche... Klar. Und kritische Auseinandersetzungen, Alter, nicht mit ihr. Kritische Auseinandersetzungen mit Nemesis. Inhaltlich über Serien und Filme. Gibt es hier, da ist kein Hass... Und da ist kein Geld. Das ist alles Geframe und alles gelogen. Shoyoka lügt, frontet mich hier, alles gelogen. Ich habe ihr angeboten, dass ich ihr die Videos zuschicke, dass sie sich angucken kann. Moment, steht da auch, dass ich sie... Ach, hier, Moment mal. Das habe ich ausgelassen, ne? Oder?
Alles klar. Beziehungsweise das hier ist natürlich. Das Problem ist, wenn man auf 20 Scoops just Legends ist, dann verliert man auf einmal das Augenlicht auf dem Auge für kurze Zeit. Wenn man sich 20 Scoops auf einmal reinpasst. Einmal so schön die gesamte Dynamik, bla bla. Zur Erinnerung, wenn man sich so ein Getränk macht hier, da kommen 1 bis 2 Scoops rein. 1 bis 2. Ne, und dann hat man schon gut Fokus. Aber mit 20 Scoops, da ist man. Da lebt man kurz in derselben Welt wie Shoyoka. Kampagne Geld, ja, klar. Ich habe voll Geld damit verdient. Nimm es, ich komme auf 140 Videos, weil ich zählen kann. Ja, Shoyoka, 140 Videos, weil ich einfach alle Videos, wo der Name Shoyoka überhaupt erwähnt wurde, hinter die Paywall gesteckt habe, was dann 140 Videos waren. Das sind aber nicht 140 Reactions auf Shoyoka. Das stimmt nicht. Auch das ist gelogen. Super. Soll ich da die Füße stillhalten? Nö. Mein Statement dazu. Jetzt werde ich gefrontet und dann mache ich ein Statement dazu. So. Danke, Shoyoka. Da komme ich dir entgegen, ja? Da wird mir erzählt, die arme Shoyoka, die steht mit dem Rücken zur Wand. Die kann ja gar kein Geld mehr verdienen. Die hat gar keine Reichweite mehr. Da muss man sich doch für sie einsetzen. Ja, was ist am nächsten Tag? Vor 63.000 Leuten? Boah, dieser böse Kerl. Der hat die Videos aus der Öffentlichkeit rausgenommen. Der ist mir entgegengekommen. Für Geld und Hass. Hä, was für ein Scheiß. Ja, die Moral aus der Geschichte. Helfe der Shoyoka nicht. I will survive. For as long as I know how to love. Bunzi Klausi! Gutes Timing, Bruder. Dankeschön für 15 verschenkte Subs an die Community. Ich salutiere der Ehrfurcht! Fettes Ahu in den Chat für den Mann. Ein ganz fettes Ahu in den Chat. Und einen dicken Schmatzer, einen spatiatischen Schmatzer braucht der Mann. Dankeschön für 15 verschenkte Subs. Damit bist du diese Woche einfach schon bei 100 Stück. Sag mal, was geht denn bei dir ab? Ich salutiere in Ehrfurcht mit meinem Chat hier. Ey, dankeschön. Was für ein dämlicher Scheiß wird hier erzählt. Über mich jetzt. Also wirklich, es geht mir auf die Eier. Dieses arme Opfer. Und sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich merke das einfach. Super. Leute, damit ihr Bescheid wisst, ich werde gefrontet. Das ist gelogen einfach. Stimmt nicht. So, haben wir das. Nichts gestohlen. Ich nehme die Videos trotzdem runter. Die direkten Reactions. Warum auch nicht? Ich mache keine Reactions. Ich ignoriere diese Frau. Von mir aus ignoriert sie auch. Das ist doch eigentlich das ist die Sache. Sie geht dann unter, wenn ihr sie ignoriert. Sie bekommt so lange Geld, solange ihr sie thematisiert. Ignoriert sie. Dann geht sie unter. Solange ihr weitermacht, bekommt ihr Geld. Das ist Blödsinn, dass durch die Videos ihre Existenz zerstört wird. Sie kann sich immer noch hinsetzen, darüber reden und hat 3000 Zuschauer, kriegt jede Menge Solidarität und Abos und Geld und sonst irgendwas, wenn sie drüber redet. Wenn die Sache abflacht und keiner mehr drüber redet, dann ist sie irgendwann pleite. Dann war's das. Leute, braucht ihr das? Braucht ihr weiter den Shoyoka-Content? Ich glaube nicht. Einen wunderschönen guten Tag und zockt mal was. Spielt mal was. Schaut euch schöne Gameplay-Videos an. Genießt mal ein bisschen den Tag. Diese ganzen Beef-Reactions machen einen wahnsinnig. Die gehen auf die Substanz. Die stressen einen. Es wird auch wieder am Samstag ein bisschen bei mir gezockt. Ein bisschen Dark Souls. Ornstein und Smaug. Samstagabend, 20 Uhr. Ja, war doch ein gutes Video. War ein gutes Statement auf jeden Fall zu der Thematik. Feier ich auf jeden Fall. Oh, as long as I know how to love. Wir kriegen jetzt an der Stelle auch noch einen Raid. Einen Raid kriegen wir noch. Ich beende kurz das Video, dann werde ich alle abknutschen, die hier reinkamen in den Raid. Ich beende kurz das Video, Leute. Schön, dass ihr bis zum Ende da geblieben seid. Küsschen aufs Nüsschen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir eure Lebensgeschichte in die Kommentare. Wisst ihr doch Bescheid, wie böse Shoyoka ist. Ihr wisst es ja, ne? Wir hören uns. Tschüssi, Müsli und Ciao, Kakao, ja?